Moin. Moin, Michi. Ich habe letztens Tales of Systeria ja endlich abgeschlossen. Und ich glaube, ich habe das jedem in dieser Redaktion schon fünfmal erzählt, weil ich so stolz bin. Das ist schon lang, oder? So ein riesiges JRPG und hat irgendwie, ich glaube, jetzt 40, 50 Stunden habe ich dran gesessen. Und jetzt will ich halt nicht sofort mit Tales of Berseria weitermachen, also mit dem nächsten Teil. Und jetzt suche ich halt irgendwie so eine coole Action-Kampagne, so das komplette Kontrastprogramm, weißt du, sowas, wo du einfach nur durchspielst, Spaß hast, nicht so viel denken musst, wo es auch nicht irgendwie ganz viele Medaillen gibt oder Achievements oder so Sachen, die halt diesen Hardcore-Enthusiasten in mir triggern. Und das ist gar nicht so einfach. Und das, also du meinst, es war was dann auch kein Multiplayer hat? Genau. Was also einen überschaubaren Zeitraum hat, dass man das durchspielen kann. Ja, so ein Singleplayer mit 5, 6, 7, 8 Stunden. Ja, du bist ja auch vollkommen wahnsinnig. Ja. Wer soll denn so ein Spiel entwickeln heutzutage? Ja, es ist schon echt. Man hat das Gefühl, alles, was heute entwickelt wird, ist entweder Open World oder Multiplayer oder beides. Ja, Hauptsache, dass du das Spiel nicht bei GameStop in den Gebrauchtspieler einschmeißt. Ja. Ich kann das ja auch verstehen, so kurze Kampagnen, sowas wie The Order, die dann super viel Budget verschlingen. Ja. Und dann sind die Leute halt nach 5, 6 Stunden durch. Ich meine, Dishonored gibt's, klar, das habe ich halt schon durchgespielt. Aber und Titanfall nennt halt jeder dann. Ja. Weil Titanfall echt eine gute Kampagne hat, Titanfall 2. Aber darüber hinaus ist das gar nicht so einfach. Das wird auch immer weniger. Und das ist natürlich jetzt auch, wenn so, wie sagt man, eigentlich Singleplayer-Spiele, die dann so einen Tacked-on-Multiplayer noch haben, wie Mass Effect zum Beispiel, wenn die jetzt dann von der Fachpresse insgesamt eher schlechter bewertet werden und auch das Spielerfeedback eher schlechter ist, dann werden die sich halt auch denken, sollen wir das in Zukunft nochmal machen? Klar. Sollen wir sowas wie Mirror's Edge nochmal machen? Nö. Ich meine, schau dir die Top 10 Spiele bei Steam an, bei den Steam-Charts, die aktuell gespielt werden. Da ist, glaube ich, kein einziges Spiel außer GTA 5 dabei. Ja. Und da spielen die Leute, und das ist ja ein Open-World-Spiel, was super viel zeigt. Also es ist, glaube ich, kein so ein kompaktes Singleplayer-Spiel dabei. Du hast halt dein Dota, du hast dein Counter-Strike, dein Team Fortress, dein King of the Kill und wie sie nicht alle heißen, also die Multiplayer-Spiele und halt GTA mit seiner Open World im Multiplayer, im GTA Online. Und da ist kein Platz für sowas. Und das ist natürlich logisch, dass dann die großen Publisher lieber in den Charts. Du kannst das aber natürlich so machen, und zwar dich einfach ins Alter flüchten, nämlich einfach alte Spiele nochmal spielen, weil inzwischen halt dann immer seniler wirst, auch wieder schon alles vergessen. Und dann wieder geflasht werden, wow! Den Twist habe ich nicht kommen sehen. Ich meine, wenn du so ein altes Dead Space Spiel spielst oder so, da erinnerst du dich ja eh nicht mehr dran, welche blöde Relay-Station du jetzt wo, da ist ja sowieso immer der Weg das Ziel. Aber das ist auch viel billiger als neue Spiele kaufen. Und ich glaube, dass diese Einstellung der Industrie massiv nach vorne hält. Wahrscheinlich nichts mehr kaufen, einfach das alte Zeug nochmal spielen. Ja, deswegen, es wird ja auch remastered, dann kann man es ja auch dann wieder kaufen. Und das ist auch ein Vorteil, den das Alter bringt. Wenn die Augen immer schlechter werden, dann remasterst du das quasi selber, oder du demasterst es, und dann ist das alles wieder auf einem Level. Ja, ich merke schon, du nimmst ja die richtige Perspektive. Du kannst jetzt gleich noch, kurz dein Wasser, und dann kannst du kurz noch durchlaufen. Und dann hau scharf hier. Johannes Störenfried Ruhe. Prost. Ich will nur, dass du das reinschneidest, dass er damit der Endgag sein kann. Weiß. Typisch Johannes. Der ist ja für uns alle der Endgag.